Oh, hallo. Ich habe Sie gar nicht bemerkt. Ich war an diesem ruhigen und entspannenden Ort einfach viel zu sehr in meiner Arbeit vertieft. Timo Fischer, Björn Bonert. Es ist mir eine große Freude, Sie persönlich kennenzulernen. Sie beide hatten immer großen Erfolg in der Schule, im Sport und auch im zwischenmenschlichen Bereich. Zudem waren Sie für viele Menschen eine Inspiration. Kommen wir nun zu Ihrem Praktikumsplatz. Was raten Sie diesbezüglich Ihren unzähligen Fans und Lehrern, die voll auf Sie abfahren und die Ihr ganzes Potenzial ausschöpfen wollen? Nun ja, was man zunächst einmal über den Erfolg wissen sollte, einen wirklich guten Praktikumsplatz zu finden, ist, dass er einem nicht einfach zufliegt. Die meisten Menschen verbinden Erfolg mit Geld und Macht, aber tatsächlich ist es eine Frage der Haltung. Bei Erfolg geht es um Folgendes. Das einzige Limit ist, dass es überhaupt kein Limit gibt. Wenn ihr also Lust habt, euch zu bewerben, tut's einfach. Komm und bewirb dich im Staatsarchiv. Hier erwarten dich viele spannende Aufgaben, wie das Erlernen einer fast verloren gegangenen Sprache oder das Recherchieren in spannenden alten Büchern und Akten. Gut gelaunte und hilfreiche Mitarbeiter stehen dir bei deinen Fragen und Problemen während einer Arbeitszeit von 8 bis 16 Uhr gerne zur Verfügung. Oder aber kurze Ausflüge in die Innenstadt zu veranstalten, um somit nicht nur die schöne Stadt Bückeburg zu erkunden, sondern auch in die prächtige Schlossanlage des Fürsten wandern zu können. Solltet ihr in eurer Facharbeit ein älteres, speziell auf die Region Niedersachsen bezogenes Thema ausgewählt haben, ist dieser Praktikumsplatz ideal. Ich für meinen Teil habe das Thema Hexenverfolgung früher und heute ausgewählt, was natürlich sehr praktisch ist, da es hier ein Reichtum an historischen Quellen gibt, in denen man zum Beispiel recherchieren kann. Ich habe mich hingegen für den Themenschwerpunkt Integration ab dem 19. Jahrhundert entschieden und trotzdem, dass dieses Thema sehr neu und aktuell ist, habe ich genug Informationen zusammengetragen, um meine Facharbeit korrekt zu vollenden. Wenn euch der Weg nach Bückeburg als zu weit erscheint, dann könnt ihr natürlich auch mit der Deutschen Bahn fahren. Eine Schülerwochenkarte hat bei uns gerade einmal 13 Euro gekostet. Falls ihr natürlich keine Lust habt, euch von Bahnzeiten abhängig zu machen, dann könnt ihr fahren, wie ihr wollt. Ob mit dem Auto, mit dem Motorrad oder auch zu Fuß. Hauptsache ihr seid pünktlich. Selbstversorgung ist gefragt. Bring dir dein eigenes Trinken mit, mach dir dein eigenes Essen. Du musst es selber machen. Aber auch das ist kein Problem, denn es gibt genug Geschäfte in der Nähe, die dich mit stärkender Nahrung versorgen. Unser ganzes Leben haben wir es nun gewagt, all das hinter uns zu lassen, was uns möglich war. Um das Unmögliche anzugehen? Nein, sogar um daran vorbeizuziehen. Denn an dem Ort, wo das Mögliche und das Unmögliche zusammentreffen, werden sie zum Vermöglichbaren.
Wenn ihr eine Idee aus dem Film mitnehmen wollt, dann ist es folgende. Nichts, genauso wie einfach alles, ist vermöglichbar. Also, wenn ihr einen Aufschluss bekommen habt, euer Praktikum tatsächlich zu absolvieren, macht's einfach. Dann schickt einfach eine Bewerbung, bestehend aus eurem Zeugnis, einem kleinen Lebenslauf und einem Bewerbungsschreiben an folgende Adresse.